Hallo, ich bin wieder mal Samstagnachmittag hier und versuche eine Geschichte vorzulesen. Die letzten beiden Geschichten waren ein wenig romantisch vielleicht. Diese ist trauriger Natur, so wie das Leben eben ist, nicht immer nur voller Freude und voller Sonnenschein, sondern mit vielen Schattierungen des Schattens. Diese Geschichte heißt Weihnachten, ein Fest der Liebe. Es war im Jahre des Herrn 1920, Anfang November. Die Not der Menschen war auch 2 Jahre nach dem verlorenen Weltkrieg noch schlimm, so dass große Teile der Bevölkerung hungerten. Die Kinder vor allem hatten darunter am meisten zu leiden. In einer Familie im Harz war die Hungersnot besonders arg. Die Eheleute Kohlrusch hatten 5 Kinder. Das älteste war gerade 8 Jahre alt und das jüngste war im Spätsommer geboren. Der Vater war von Beruf Wegewarter im Wald der Staatsforst im Hochharz. Zu seinem Aufgabenbereich gehörte das Bauen von Hochsitzen, eine neue Errungenschaft der Forstleute, um von der erhöhten und übersichtlichen Position aus das zu erlegende Wild besser zu sehen war. Auf diese Weise, so hoffte man, könnte der Forstjäger mehr Hirsche und Rehböcke zur Strecke bringen. Zudem war sichergestellt, dass Jagdgäste erfolgreich zu ihrer Beute kamen. Der Mitdreißiger Walter Kohlrusch wurde immer in den Wintermonaten von seinem Arbeitgeber entlassen, da in der kalten Jahreszeit Wegebau nicht möglich war. Es gab nur eine kleine Sozialhilfe vom Staat. Das hatte zur Folge, dass diese Zeit noch mehr als sonst der Hunger in den Bäuchen der jungen Familie wühlte, gerade bei den Kindern. Es war notwendig, in den Monaten, in denen gearbeitet wurde, Rücklagen zu bilden, um in der Arbeitslosenzeit davon leben zu können. In der schrecklich armen Nachkriegszeit war es mit dem Sparen jedoch nicht so ganz einfach. Das ganze Leben in den kargen Harzregionen war nicht wirklich leicht. Die Menschen fristeten ein einfaches und trauriges Dasein, das von Armut und Not geprägt war. Der verlorene Krieg tat sein Übriges. Die Abgaben der Bevölkerung waren hoch, zu hoch, wie die Menschen meinten. Im politischen Leben waren die Extremisten im Vormarsch. Es bildeten sich eine Reihe politischer Strömungen, die nicht immer nur die Interessen der Bevölkerung vertraten. Die unruhige Lage im Land brachte die Menschen in arge Bedrängnis. In den Städten hatte es bereits Übergriffe auf die Staatsmacht gegeben, die auch zum Teil blutig endeten. Doch die Familie Kohlrusch kümmerte sich nicht um politische Belange. Sie hatten nur damit zu tun, sich das Überleben zu sichern. So hatten sie ein paar Kaninchen und Hühner, die ihnen Fleisch und Eier lieferten. Doch in diesem kalten Winter waren die Hühner vom Fuchs gefressen worden. Sie waren hinter einem Brettervorschlag untergebracht und die Kaninchen mussten in Ermangelung nötigen Futters frühzeitig geschlachtet werden, sodass hier nun Schmalhans Küchenmeister Einzug gehalten hatte. Mitte November lag der Schnee schon fast 1 Meter hoch und die Nahrung wurde langsam knapp, als sich Walter Kohlrusch entschloss, das Staatswild zu jagen. Ein folgenschwerer Entschluss, der die Familie in tiefstes Leid stürzen sollte. Das jüngste Kind, die Tochter, sie starb in der Nacht zum ersten Advent an Diphtherie, hervorgerufen durch Unterernährung und mangelhafte ärztliche Betreuung. 2 Tage später begruben sie das kleine Mädchen. Das halbe Dorf gab dem unglücklichen Kind das letzte Geleit. Der Tod der Kleinen war indes kein Einzelfall. In dem grausamen Winter starben 11 weitere Kinder. Und auch die Erwachsenen waren in dieser mangelhaften Versorgung nicht mehr gewachsen. Vor allem traf es die ärmlichen und älteren Menschen. Der Wegebauer Walter Kohlrusch machte sich am späten Nachmittag nach der Beerdigung seines Mädchens auf die Pirsch, um bald etwas zu essen für die Seinen zu erlegen.
Tieftraurig saß er in der mondhellen, kalten Nacht auf einem der Hochsitze, die er noch im Sommer gebaut hatte, um sein erstes Wild zu erschießen. Während er still da saß, wartend, um für seine Familie zum Wilderer zu werden, weinte er das erste Mal um sein Kind. Sie war also ein schönes Mädchen gewesen, mit riesigen, neugierigen Augen. Der Tod seiner geliebten Tochter brannte sich in seine Seele. Er würde diese sterbenden Augen niemals vergessen können. Schon allein deshalb musste er etwas zum Essen für seine Familie besorgen. Keines seiner Kinder durfte mehr sterben. Und es war seine Aufgabe, dass es nie mehr geschah. Im Grunde seines Herzens war er ein ehrlicher Mann, der genau wusste, dass er mit der Beschaffung von Nahrung auf diese Weise Unrecht tat. Doch wie sollte er seine Familie ernähren? Was geschah, wenn man ihn erwischte? Die Forstbeamten kannten keine Gnade, wenn es darum ging, die Besitztümer des Staates zu sichern, auch wenn die Wilderei aus großer Not geschah. Doch lieber wollte er sterben, als dass er noch einmal seines Kinder in den Hungertod schicken musste. Plötzlich sah er ein Reh auf die Lichtung kommen. Er war ganz in seinen Gedanken gefangen gewesen und hatte es gar nicht bemerkt. Es stand einfach nur da und starrte zu ihm herüber. Er legte an und schoss sofort. Mit einem lauten Knall verließ die Kugel den Lauf seiner Büchse. Noch im Feuer lag das Tier. Es bäumte sich im Schuss auf und lag dann danieder. Walter spürte nicht die Kälte des Winters, doch ein kalter Schauer lief über seinen angespannten Rücken. Dort lag sein erstes Stück Wild, welches er gewildert hatte. Ihm war nicht wohl in seiner Haut, denn er hatte im Krieg in Frankreich auch getötet. Es war nie sein Wille gewesen zu töten, damals nicht und heute auch nicht. Jedoch war er es in diesem Augenblick seiner Familie schuldig. Er war verantwortlich für ihr Überleben. Einen Augenblick hielt er inne, um dem Geschöpf, das er getötet hatte, die letzte Ehre zu erweisen. Dann kletterte er vom Baum, um es zu versorgen. Das hieß, er brach das Tier auf, weidete es aus und brachte es heim. Die Innereien nahm er mit, um nichts zu hinterlassen, was ihn hätte verraten können. Sein Wille war gestärkt. Er würde von nun an seine Familie sicher über den Winter bringen. Es hatte zu schneien begonnen. Die Spuren, die er hinterließ, würde der Schnee überdecken. Seine Sicherheit war gewährleistet, fürs Erste zumindest. Am frühen Morgen war er wieder zu Hause. Es war jedoch noch dunkel. Sein Weg führte sofort in den Stall, um das Reh abzuhäuten. Er brauchte nicht lange dafür. Viele Male hatte er dabei zugesehen, wenn die Forstbeamten es getan hatten. Nachdem er alles, was ihm verdächtig machen konnte, entsorgt hatte, ging er ins Haus. Seine Frau erwartete ihn voller Sorge. Ging alles gut, fragte sie seine geliebte Frau. Ihr Blick war angespannt, besorgt und doch erleichtert, ihn wieder gesund bei sich zu haben. Ja, sagte er, es war leicht. Nun haben wir zunächst wieder etwas zu essen. Morgen bringe ich die Decke wieder in den Wald, dass auf keinen Fall Verdacht auf uns fallen kann. Maria, so hieß seine Frau, nahm ihn in ihre Arme, um ihn fest an sich zu pressen. Sie liebte ihn. Sie war aus der Nachbargemeinde in seine Stadt gekommen, um hier Arbeit zu finden. Maria arbeitete bei einem Rechtsanwalt im Haushalt. Es war eine gute Arbeit gewesen. Walter hackte das Feuerholz für den Anwalt und so hatten sie sich kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie heirateten noch vor dem grausamen Weltkrieg. Beide waren guter Dinge, die Hürden eines gemeinsamen Lebens meistern zu können. Der Anfang war auch nicht so schwer. Aber nach dem dritten Kind wurde er eingezogen. Der Frankreich-Feldzug brauchte tapfere Soldaten und er war dabei, zum Leidwesen seiner Angehörigen. Bis auf kleine Verletzungen überstand er diese furchtbare Zeit. Bald nach Kriegsende kam er heim. Er hatte viel Leid gesehen. Das machte ihn zu einem erbitterten Gegner der Obrigkeit. Er wurde Anarchist.
Niemals redete er über die Erlebnisse des Krieges, auch nicht über seine politische Meinung. Er wusste genau, er würde sich nur Ärger damit einbringen. So wurde er Schweiger. Nur seine Frau Maria wusste von den unruhigen und albtraumhaften Nächten, wenn die schlimmen Zeiten in seinen Träumen immer wieder auftauchten. Sein stilles und fleißiges Wesen brachte ihm die Stelle als Wegebauer ein. Er war beliebt bei seinen Kollegen und bei seinen Vorgesetzten, denn man konnte sich auf ihn verlassen. Beide wollten eine große Familie, so ließ das erste Kind auch nicht lange auf sich warten. Es war ein Sohn, sie nannten auch ihn Walter. Es war eine Tradition, denn der Großvater hieß auch schon so wie alle Erstgeborenen in der Familie. Die anderen beiden Kinder kamen schnell hintereinander, auch Söhne. Nach seiner Heimkehr aus der kurzen Gefangenschaft kamen die beiden Mädchen, sein ganzer Stolz. Nun musste das Kleinste sterben. Er würde den Verlust der Jüngsten nie verwinden können. Der Tag nach dem Wildern war nicht leicht für ihn, denn sein Gewissen regte sich, er fühlte sich schuldig. Nie zuvor war er gesetzlos gewesen. Er dachte immer wieder an den vergangenen Abend zurück. War es wirklich die einzige Möglichkeit gewesen, den Hunger seiner Lieben zu stillen? Doch er dachte an seine verstorbene Tochter. Und der Gedanke an sie und seine tiefe Trauer erleichterten sein schlechtes Gewissen erheblich. Das Haus, in dem sie wohnten, lag etwas außerhalb des Ortes, sodass sie nicht verdächtig wurden, wenn sie kochten. Es roch nach Gebratenen. Das war ungewöhnlich, denn es gab nicht viele Menschen, die sich Fleisch leisten konnten. So wurde das nur des Nachts gekocht, um nicht aufzufallen. Tagsüber wurde nur noch aufgewärmt. Allein das Essen schmeckte vorzüglich. Maria konnte wunderbar kochen. Die Kinder aßen gierig, ja, sie aßen wie Verhungernde. Die Eltern verdonnerten sie zum Schweigen. Niemand durfte je erfahren von diesem wunderbaren Essen. Die Tage vergingen und es kehrte der Alltag wieder ein, denn das Tier bestimmte einige Zeit den Speiseplan der Familie. Doch der tödliche Schuss war nicht unbemerkt geblieben. Man rätselte, wer geschossen haben könnte. Niemand hatte ihn in Verdacht. So blieb es einigermaßen ruhig für ihn im Dorf. Hinter vorgehaltener Hand jedoch wurde leise getuschelt. Nach einer guten Woche war das Reh verzehrt. Vier Kinder und die Eltern aßen schon etwas weg. Er musste wieder los, um Nachschub aus dem Wald zu holen. Walter ging in eine andere Gegend, um zu jagen, und er würde erneut in der tiefen Nacht sein Glück versuchen, wenn alle schliefen. Es war Montag, nach dem zweiten Advent, als er sich zur 11. Nachtstunde auf den Weg machte. Wenn er Erfolg hatte, konnte er im Morgengrauen wieder zu Hause sein. Die Kinder schliefen längst, als seine Frau Maria ihn verabschiedete. Er nahm die Schneeschuhe mit, um unterwegs im tiefen Schnee nicht einzusacken. Es war eine gute Idee, denn der Pulverschnee lag hoch und er sackte bei jedem Schritt bis zum Knie ein. Zum Glück begann es wieder zu schneien und seine Spuren waren kurze Zeit später verschwunden. Niemand konnte ihn sehen und er hoffte, es würde die ganze Nacht schneien. Lange nach Mitternacht war er am Ziel. Eine Wiese, die er im Sommer immer mähen musste, hier half er seinen Nachbarn, der Vieh hatte. Und hier gab es Wildschweine, auf die hatte er es abgesehen. Diese Tiere waren nachtaktiv. Niemand bekam sie bei Tageslicht zu Gesicht. Am Waldrand stand eine hohe Fichte, von der er die ganze Wiese einsehen konnte. Von hier aus würde es sicher leicht sein, einen sicheren Schuss abgeben zu können. Er schneite die ganze Nacht, wie er gehofft hatte. Doch dadurch war es unmöglich, weiter als 20 oder 30 Schritte sehen zu können. Er hatte kein Glück. Nicht ein Tier war auszumachen, nichts. Kein Wild war zu sehen. Gegen 5 Uhr gab er auf. Die Nacht war nicht von Erfolg gekrönt. Er brachte kein lebensnotwendiges Essen mit nach Hause. Sorgenvoll kehrte er zurück. Seine Maria wartete schon ungeduldig auf ihn. Sie hatte in dieser Nacht kein Auge zugetan. Es gab zwar nicht zu essen,
aber er war wenigstens gesund wieder nach Hause gekommen. Jeden Abend zog es ihn in dieser Woche nach draußen, um doch noch ein Stück Wild zu erlegen. Denn es war knapp, die wenigen Vorräte waren bereits verbraucht. Am Samstagmorgen gegen 3 Uhr kam er zu dem nötigen Schuss. Auch hier lag das Tier im Feuer. Er war ein hervorragender Schütze. Nun wurde es Zeit, das Tier in Sicherheit zu bringen. Es hatte wieder die ganze Nacht geschneit. Ein Glück. Denn zum einen waren Spuren, die ihn verraten konnten, nicht mehr zu sehen. Und zum anderen wirkte der Schneefall wie ein Schalldämpfer. Der Schuss war nur als dumpfes Plopp zu hören, das ihn nicht verriet. In den frühen Morgenstunden kehrte er heim, sehnsüchtig von seiner Familie erwartet. Noch bevor er sich schlafen legte, versorgte er das Tier. Es war wieder ein Reh. Klein zwar, aber er hatte wenigstens etwas wieder erwischt. Einer seiner Schulfreunde, ebenfalls ein Familienvater von 3 Kindern, war nicht weniger arm dran. Er gab ihm eine Keule von der Beute ab. Natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Das Geschenk wurde dankbar angenommen. Die Freunde schauten sich stumm an, wohl wissend, dass sie sich im Unrecht befanden. Doch die Not zwang sie zu solchen Maßnahmen. Johann, sein Freund, der von allen nur Hannes genannt wurde, bot sich an, mit ihm zu kommen, wann immer er auf die Jagd gehen wollte. Ganz sicher war es besser, zu zweit zu sein, denn zuweilen war es sehr schwer, das Wildbret zu bergen. Sie beschlossen, gemeinsam zu jagen, schon aus Sicherheitsgründen. Es konnte immer etwas passieren. Zu zweit waren die Chancen deutlich größer, doch sie mussten auch häufiger in den Wald, um Beute zu machen. Von nun an gingen sie jeden zweiten Tag los, um sich zu versorgen. Die Gefahr war dadurch nicht geringer geworden. Doch sie waren sicher, ihnen konnte nichts geschehen. Das konnte Gott nicht zulassen. Denn sie sorgten nur für ihre Familien. Im Ort war man inzwischen der festen Meinung, es würde gewildert werden. Man hatte mehrere Male Schüsse gehört. Die 3 Forstbeamten waren in heller Aufregung. Niemals durfte Staatseigentum ohne Strafe entwendet werden, schon gar nicht gewildert werden. Man würde beim ersten Treffen des Wilderers sofort von der Waffe Gebrauch machen. Das war man dem Staat schuldig. So wurde in den Wirtschaften argumentiert. Die Bevölkerung indes war eindeutig auf der Seite der Wilderer. Niemand verstand die Argumente der Beamten. Bei allen Treffen der Männer auf den Straßen oder in den Wirtschaften wurden sie ausgegrenzt. Dennoch, die Stimmung war im höchsten Maße aufgeheizt. Die noch unbekannten Wilderer wurden verehrt wie seinerzeit Robin Hood. Denn die beiden hinterließen bei einigen Bedürftigen auch immer mal wieder ein Stück Fleisch. In allen Fällen blieben sie dabei dank ihrer Maskerade anonym, sehr zum Ärger der Forstleute. Es begann eine regelrechte Hetzjagd auf die Wilderer. Man wusste inzwischen, dass es wenigstens 2 Männer sein mussten, die sich hier unrechtmäßig betätigten. Die Beamten postierten sich abwechselnd in den von den Wilderern heimgesuchten Wäldern, um vielleicht doch einen der beiden zu erwischen. Immer hatten sie ihre Waffen dabei. Sie machten keinen Hehl daraus, diese auch zu benutzen. Sie würden sofort schießen, wenn sie ihnen begegnen würden. Selbst in der überregionalen Presse wurde von den Wilderern aus dem Harz berichtet. Sie wurden wie Volkshelden behandelt. Niemand warf ihnen Unrechtmäßigkeit vor. Endlich hatte man ein anderes Thema als nur die leidige Politik, die kein Bürger wirklich verstand. Und doch hing über den Taten der beiden etwas Unheilvolles. Irgendwann würde man sie erwischen. Es war nur eine Frage der Zeit. Walter und Hannes waren ein wenig stolz auf sich, dass sie einen solchen Zuspruch in der Bevölkerung fanden, auch wenn niemand wusste, wer die beiden Wilderer waren. Es begann ihnen Spaß zu machen, als Helden
ihrem notwendigen Werk nachzugehen. Doch sie wollten ihre Aktivitäten auf keinen Fall ausweiten, denn sie waren sicher, dann würde ihnen ein Fehler unterlaufen, der tödlich enden konnte. In der gesamten Adventszeit kamen weihnachtlichen Gefühle nicht auf. Es gab nur ein Thema im Ort, die Wilderer. Die Menschen wurden beherrscht vom Schicksal der beiden Gesetzlosen, die doch nur ihre Familien versorgen wollten. Sie waren keine Trophäenjäger. Nicht ein einziges Mal hatten sie ein männliches Tier getötet. Auch um zu zeigen, sie brauchten nur das Fleisch. In der Nacht zum Heiligen Abend waren die beiden Freunde wieder unterwegs, um noch einmal zu jagen. Es sollte für dieses Jahr das letzte Mal sein. Denn sie hatten sich einige Vorräte anlegen können, sodass sie sicher 4 Wochen Nahrung für ihre Familien hatten. Zudem war es sehr kalt gewesen. Das Fleisch im Versteck war sozusagen tiefgefroren. Die Kälte machte es haltbar, bis Tauwetter einsetzte. Um Mitternacht gingen die Freunde wieder los. Sie hatten ihre Schneeschuhe an, um nicht in den tiefen Schnee einzusacken. Hannes hatte an dem Abend bei dem Forstbeamten nachgeschaut. Alle 3 Männer waren in ihren Häusern geblieben. Man sah sie hinter den Vorhängen ihrer Fenster, so dass keine Gefahr zu erwarten war. Gegen 2 Uhr morgens waren sie an Ort und Stelle. Sie fanden einen Baum, der ihnen die nötige Übersicht verschaffte. Nun hieß es warten, bis ein Stück Wild sich zeigte. Die Nacht war kalt und klar und über der Wiese stand der Mond, der beinahe seinen vollen Umfang erreicht hatte. Morgen würde Vollmond sein, genau in der heiligen Nacht. Die Männer übten sich in Gelassenheit, doch eine gewisse Nervosität überkam sie. Immer wenn sie auf das Wild warteten, waren ihre Nerven angespannt. Eine Unruhe machte sich in ihren Herzen breit. Heute Nacht war es besonders schlimm. Es war beinahe so, als würden sie Ahnungen haben. Irgendetwas war anders als sonst. War es die bevorstehende heilige Nacht oder die ungewisse Zukunft, die die beiden Männer heimsuchte? In diesem Augenblick, während die Männer ihren unsicheren und beinahe düsteren Gedanken nachhingen, trat eine Hirschkuh aus der Dickung auf die Lichtung. Sie äugte sichernd zu ihnen herüber, als ob sie ahnte, dass sie mit ihrer Neugier ihr Leben in höchste Gefahr brachte. Walter legte seine Büchse auf eine Astgabel, um einen sicheren Schuss antragen zu können. Doch die scheue Hirschkuh war nicht allein. Ein Kalb kam hinter ihr her auf die freie Fläche der Wiese. Walter nahm das Gewehr wieder runter. Er konnte die Mutter nicht vom Kalb wegschießen. Das war nicht seine Art. Nur wenn ein Tier allein war, war es auch eine potenzielle Beute. Auch Hannes war es nicht recht, nicht um jeden Preis ein Tier zu töten. So warteten sie und beobachteten Mutter und Kind bei der Suche nach Nahrung. Walter überlegte noch, dass die beiden in der gleichen Situation wie sie selbst. Musste nicht auch diese Mutter um ihr Kind bangen? Auch sie fand im hohen Schnee nicht viel Essbares, was sie ihrem Nachwuchs anbieten konnte. Für die Tiere war der Winter genauso entbehrungsreich wie für die beiden Familienväter. Kurze Zeit später kam ein zweites Stück Wild auf die Fliese, die der Volksmund Traumwiese nannte. Es war ein Schmaltier, ein Stück aus dem vorletzten Wurf, 1,5 Jahre alt, und es war allein. Es war gut im Futter und das Fleisch würde für eine Weile reichen. Auch für beide. Walter legte seine Büchse wieder auf den Ast, um nun den Finger krumm zu machen. Er sah das Tier über dem Lauf genau ins Gesicht. Er zögerte. Konnte er wirklich schießen oder sollte er in dieser Nacht zum Heiligen Abend Leben schonen? Er dachte an seine Familie und zog den Stecher der Büchse durch. Ein kurzes Verharren des Tieres und es brach zusammen. Er schlug noch eine Weile mit den Läufen und hauchte dann sein Leben aus. Das ist mir heute nicht leicht gefallen, sagte Walter leise zu Hannes. Ich habe es bemerkt. Du hast gezögert.
Doch wir haben erst einmal genug zu essen. Wir hören auf. Es geht so nicht weiter. Wir können so nicht weitermachen. Lass uns die Yacht für heute, für immer beenden, meinte Hannes leidenschaftlich. Er war auch in Sorge um ihrer beider Zukunft. Ja, flüsterte Walter, heute war das letzte Mal. Ich kann das nicht mehr. Mir geht jeder Schuss in meine Seele. Es muss einen anderen Weg geben aus unserer Not. Wir werden ihn auch finden. Beide Männer kletterten den Baum herunter, um das erlegte Wild nach Hause in Sicherheit zu bringen. Als sie über die mondhelle Wiese zuschritten, hörten sie ein Knacken im Unterholz. War sie da, die tödliche Gefahr? Walter beugte sich über das erlegte Wild, um es hochzunehmen, als aus einer anderen Ecke des dichten Waldes wieder ein Geräusch zu vernehmen war. Die Männer kümmerten sich nicht darum, sie schulterten das Wild, beide gingen hintereinander, jeder hatte die Läufe des Wildes über seine Schulter gelegt, so dass sie schnell den unsicheren Ort verlassen konnten. Gerade als sie den Waldrand erreichten, um in den Hohlweg zu verschwinden, ertönte der Ruf des Forstbeamten von der anderen Seite zu ihnen herüber. »Halt! Stehen bleiben! Lassen Sie Ihre Waffen fallen und bleiben Sie, wo Sie sind«, rief der Förster. Doch die beiden Wilderer verharteten nicht eine Sekunde. Sie verschwanden, noch bevor der Beamte seine Waffe hob, in der schützenden Dunkelheit. Die Beute wurde ihnen zu schwer. Auf der Flucht war sie nur hinderlich. Die Männer ließen das Wild am Waldrand liegen. Jetzt hieß es, sich in Sicherheit zu bringen. »Wir müssen uns trennen«, rief Walter dem hinter ihm laufenden Hannes zu. »Lauf nicht direkt nach Hause. Verwische deine Spuren. Entsorge deine Kleidung in der Jauchegrube. Wie abgesprochen. Los, hau ab. Viel Glück.« Dann trennten sie sich und liefen in verschiedenen Richtungen davon. Der Vorsprung der beiden Männer war Gott sei Dank erheblich. Außerdem waren beide in bester Verfassung als die Jäger. Sie kamen gut voran. Walter erreichte zuerst das Dorf. Es schneite nicht. So verliefen sich seine Schritte in den allgemeinen Spuren des Dorfes. Auch Hannes konnte seine Fährten verwischen. Es schien, als hätten sie noch einmal Glück gehabt. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit den beiden. Überall im Dorf so beliebten Wilderern. Noch bevor Walter Kurusch den kleinen Weg betrat, der zu seinem Haus führte, spürte er die Gefahr, die vor ihm lag. Seine Sinne waren hellwach, als er langsam auf das Haus zuging. Der Hof lag ruhig in der Dunkelheit. Dennoch meinte er, den Tod spüren zu können. War es das gewesen? Hatte er noch eine Chance, hier lebend davon zu bekommen? Er bemerkte oben am Fenster des Zimmers seines ältesten Sohnes ein kleines Licht. Nun war ihm klar, er würde erwartet werden. Die Haustür wurde von innen geöffnet und der Forstmeister trat heraus. Er hatte seine Flinte im Anschlag. Der Lauf war auf ihn gerichtet. Walter Kurusch, ich verhafte Sie wegen schwerer Wilderei und Diebstahl an Staatseigentum. Legen Sie Ihre Waffe nieder. Es hat keinen Sinn mehr. Auch hinter Ihnen stehen Staatsbeamte. Also geben Sie auf, forderte der Oberjäger. Maria, seine Frau, stand seitlich hinter dem Jäger. Hinter ihr ein weiterer Förster, der seine Waffe auf die Frau gerichtet hatte. Walter spürte den Zorn in sich. Maria hatte mit seinen Verfehlungen nichts zu tun. Weshalb also wurde sie wie ein Verbrecher behandelt? Er rührte sich nicht, starrte nur den Jäger in die Augen. »Lassen Sie meine Frau los. Sie hat nichts getan. Ich gebe auf, aber nur, wenn meiner Familie kein Haar gekrümmt wird.« Seine Stimme klang energisch und gefährlich. So kannte man ihn nicht. Niemand hatte ihn je so gesehen. Von ihm ging eine tödliche Gefahr aus. Alle spürten das und Angst machte sich breit. »Du kannst keine Forderungen stellen. Das können allein wir. Also mach keinen Fehler. Hinter dir steht ein Beamter, der nur darauf wartet, dass du die Waffe hebst. Es wäre deine letzte Bewegung.
Ist dir das klar, du Verbrecher? Der Forstmeister meinte es sehr ernst. Er wollte kein Blut vergeuden. Schon gar nicht das eines verzweifelten Familienvaters. Walter ließ seinen Gedanken freien Raum. Was würde mit den Seinen geschehen, wenn er im Gefängnis saß? Wie konnten sie überleben? Wer kümmerte sich um ihn? Er gab auf. Sein einziger Wunsch war, die Geschichte hier zu beenden. Jetzt, er bewegte sich, um seine Waffe abzulegen. Der Schuss fiel plötzlich, unvorbereitet und völlig unnötig. Er traf Walter Kulrusch von hinten genau ins Herz. Er starb noch, bevor er den Boden aufschlug. Es war am Morgen des heiligen Abends, im Jahre 1920. Weihnachten, ein Fest der Liebe. Dankeschön. Ja, also, es gibt nicht nur schöne Weihnachtsgeschichten, aber so dramatisch sie auch ist, sie hat sich so zugetragen. Echt? Ja. Ach, das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Sie hat sich so zugetragen. Der Wilderer, ich weiß nicht, ob er Kulrusch hieß, der hat gewildert, um seine Familie zu ernähren und ist erschossen worden. Ja. Und das war hier auch im Harz? Ist die das ist hier aus Braunlage. Ach, aus Braunlage? Das ist hier aus Braunlage, ja. Ach, das ist ja der Hammer. Ja. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, ob das jetzt wirklich eine wahre Geschichte ist. Ja. Und dann habe ich natürlich jetzt zum Schluss mitgefiebert. Wird er jetzt noch erschossen oder nicht? Ja. Na gut, das ist also nicht alle Geschichten gehen glücklich aus. Ne? So ist das Leben. Und ist das Tut jetzt... Tut mir leid, wenn es also Ihnen nicht gefallen hat. Ich hätte auch gerne gehabt, er hätte überlebt, aber... Leider ist das so. Das Leben ist manchmal geht seltsame Wege. Und ist das aktenkundig, was mit der Familie passiert ist? Nein, das ist nicht aktenkundig. Das ist also, sowas wird ja immer totgeschwiegen. Ne? Sowas wird ja nicht, kommt ja nicht in die große Presse, sondern das wird dann einfach heimlich still und leise unter den Teppich gekehrt. Und sein Kumpel? Sein Kumpel, das ist also, das ist eine Idee des Autors. Bitte? Der Name ist ja an sich geläufig hier im Raum. Ja, also meine Mutter ist eine geborene Kulrusch. Ja. Ach so. Den Namen habe ich dann mal missbraucht. Ja, also auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Horst. Also ich war jetzt wirklich echt gebannt, wird er erschossen oder nicht? Und ich dachte schon, alles klar, gut, er wird erschossen. Ja, aber seine Familie lebt weiter. Also es gibt immer auch gute Zeiten. Ne? Gut. Dann wünsche ich dir vielen Dank. Dankeschön. Bis nächste Woche.